Alles hat sich aus einer Wolke entwickelt, so die Theorie vom Urknall vor ca. 14 Milliarden Jahren. Rund 9 Milliarden Jahre später entstand der Planet Erde aus einer Gaswolke. Diese Wolken sind ausgedehnte, mit Gasen und Staub erfüllte Gebiete des Universums. Aus mathematischer Sicht ist eine Wolke eine unorganisierte räumliche Struktur einer Menge von Punkten in einem Vektorraum. Unsere Wolken am Himmel sind physikalisch definiert als Ansammlung von sehr feinen Wassertröpfchen oder Eiskristallen in der Atmosphäre. Es waren die meteorologischen Wolken, die eine herausragende Rolle in der Kunstgeschichte einnahmen. Schöngeistig als Figuren des Flüchtigen beschrieben, haben sie ihre Faszination als Gegenstand der zeitgenössischen Kunst bewahrt. Doch tritt heute neben die Erscheinung am Himmel zunehmend die Wahrnehmung von Wolken als eines Gasgemischs und einer Bedrohung, wie sie zumeist von menschengemachten Wolken ausgeht. Wolken stehen für Zeichen und Botschaften. Auch diese Perspektive ist in der zeitgenössischen Kunst erkennbar. In den heutigen Werken dominieren allerdings nicht mehr religiöse Motive, sondern interpretatorische, analytische und assoziative Aspekte. Reflektieren einen naturwissenschaftlichen, psychologischen und gesellschaftlichen Hintergrund. Jedes Werk hat seine eigene Erzählung, die sich nicht einfach in Schemata pressen lässt. Die Auseinandersetzung mit der Flüchtigkeit findet auch in der robusten Gegenthese statt. In Wolken zeigen sich die Tendenzen der zeitgenössischen Kunst.